Hallo liebe Leute von heute, es geht weiter mit Episode 16, Meteor Family, die Rückkehr des Meteoriten, ja. Wir haben jetzt tatkräftige Unterstützung bekommen und zwar hilft uns der Meteorpolizist dabei, den Rest der Bande zu finden und werden natürlich begleitet von einem kultigen Song aus den guten alten 80ern der guten alten deutschen Welle. Ja, und ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. Oh Gott, ey. So, schauen wir mal. Oh, hallo. Das scheint einer von denen zu sein. So, gucken wir mal. Aha, wenn das nicht mal der Wassermeteor ist. So, können wir den so mitnehmen? Ich glaube, nein, ne? Er steckt in der Spüle fest. Ich bekomme ihn nicht ohne Hilfsmittel heraus. Na, völlig losgelöst von Erde. Okay, Entschuldigung. Sollte nicht so nicht sein. Darf nicht sein! So, wenn ich mal was aus Bud Spencer und Terence Hill hier ist ja schon Film zitieren darf. So, wir versuchen ihn mal rauszukriegen mit der Saugglocke. Mal sehen, ob ich ihn damit rausbekomme. Out! Bingo, ich hab ihn! Sehr gut. Somit hätten wir schon mal den ersten Meteor mit dabei. Mal gucken, können wir den Kühlschrank öffnen? Uff, der klemmt. Ich glaube fast die Kühlschranktür ist zugefroren. Vielleicht können wir die Tür aufbrechen. Ich glaube, ich hab's gleich. Da ist ja unser Übeltäter. Ups, jetzt ist die Brechstange vereist und auseinandergebrochen. Ich sagte doch, das ist ein ganz kalter Bursche. Oh ja. Kühlschrank mit Meteorbefall. Kriegen wir den irgendwie raus? Ich würde ihn ja wirklich gerne da rausholen. Aber dabei würden mir mit Sicherheit die Hände erfrieren. Vielleicht doch Badetuch? Lass mal stecken, ne? Kissen? Lass mal stecken. Vielleicht Saugglocke? Das hat auch keinen Sinn. Der Pümpel würde auch nur einfrieren und zerbrechen, wenn ich ihn dieser Kälte aussetze. Was sagt der Meteorpolizist? Ich glaube, ich habe noch ein paar Fragen. Schießen Sie los. Oh, cool. Wo sind diese Meteoriten versteckt? Sie verstecken sich meist dort, wo es ihnen am besten gefällt. In Britneys Unterwäsche? Ich meine damit eigentlich, dass diese Familienmitglieder sehr unterschiedlich sind. Bei ihnen herrscht eine große Artenvielfalt. Artenvielfalt? Ich hatte im Bio nur 5. Bitte benutzen Sie solche Wörter nicht bei mir. Können Sie mir mehr über diese verschiedenen Arten erzählen? Nun, wir haben da zum Beispiel den blauen Meteor. Der versteckt sich im Bierkasten? Er beinhaltet 4 Wasser. Dementsprechend dürfte klar sein, wo er sich aufhält. Ah gut, und weiter? Der grüne Meteor hat hat einen sehr starken Geruch nach Wiesen und Klee. Ist das ein... Also nach den Gerüchen von Klee und Wiesen erkennbar. Und versteckt er sich irgendwo im Gras oder was? Sagen wir so, er braucht mindestens einen kleinen Dschungel um sich herum. Da ist er hier aber ziemlich aufgeschmissen. Ist er nicht, die Natur wächst, wo immer er auftaucht. Das nächste Exemplar wäre der weiße Meteor. Er riecht nach fauler Milch? Nein, er ist sehr heißig. Wenn ihn also irgendwo kalt wird, offen gesagt habe ich schon jetzt eine Gänsehaut. Dann gibt es noch den grauen Meteor. Er riecht nach Tod und Verwesung. Oh, wie lecker. Ist er zufällig auch suizidgefährdet? Nun ja, man könnte es so nennen. Jedenfalls zieht er den Tod magisch an. Das dürfte einiges erleichtern. Zudem haben wir den roten Meteor. Vor ihm sollten Sie sich am meisten in Acht nehmen. Vor was schämt sich der gute Deng? Lassen Sie uns finden, bevor er das ganze Haus abfackelt. Sagte ich schon, dass ich noch ein Date habe? Nicht falsch verstehen, die eigentlichen Dates gibt's erst am Ende der Staffel. Kommen wir zum letzten Ausreißer. Der ist schlichtweg ein Baby und wird vom Muttergefühl angezogen. Ein kleiner kreischender Meteorit? Das hat mir gerade noch gefehlt. Nun dann, auf in den Kampf! So, den blauen haben wir ja schon gefunden. Ich hätte ihn gerade ansprechen müssen. Und den weißen haben wir hier im Kühlschrank. Also müssen wir irgendwie den versuchen rauszukriegen. Curry funktioniert bestimmt nicht, ne? Können wir den Meteorpolizisten so benutzen? Ne, können wir auch nicht. Jo, ich glaube, mit Lukenöffnern wird das auch nichts. Oh! Das Schleim, okay. Grauer, entsetzlich stinkender Schleim. Wo der wohl herkommt? Ich kriege sie nicht auf.
Sie ist zwar locker, aber ich glaube, dahinter sitzt irgendetwas, das gegen die Öffnung drückt. Lukenöffner? Was soll ich damit tun? Aufhebeln. Das hat so keinen Sinn. Der Lukenöffner ist dafür nicht geeignet. Dagegen drücken? Mal sehen. Nein, der Lukenöffner hat zu wenig Wucht. Wo ist eigentlich der Meteorpolizist? Ach, da. So, gucken. Vielleicht kann er uns helfen? Nö. Sockglocke könnten wir benutzen. Nö, auch nicht. Den Hammer. Vielleicht geht es ja damit. Crash. Oh, was haben wir denn hier? Schlaftabletten? Da sind ja gar keine drinne. Oh, und ein zerquetschter Meteorit. Vielleicht haben sie ihn einfach bei seiner letzten Tätigkeit gestört. Wie widersprüchlich. Einen suizidgefährdeten Meteoriten gegen die Menschheit in den Kampf zu schicken. Ja, jetzt hat er wohl das Zeitliche gesegnet. Der sieht ziemlich tot aus, ja. Der zerfließt ja beinahe in meiner Tasche. Und Schlaftablettendose, okay. Perfekt für den schnellen Jenseitsabgang. Die Dose ist aber leer. So, okay, können wir den Schleim noch mitnehmen irgendwie? Können wir ihn noch mit? Nehmen den Schleim. Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja blöd. Na cool, hier gehen wir einfach weiter. So, oh, die Kiste ist offen. Da scheint es sich ein kleines Biest bequem gemacht zu haben. Nutzen wir doch das Handtuch. Lass mal stecken. Wieso denn nicht? Es braucht Liebe. So, vielleicht Kissen? Ich glaube nicht, dass ich schlafen möchte. Die Tabletten geben? Die Dose ist leer und die Schlaftabletten wären ohnehin zu stark für das kleine Ding. Okay. Vielleicht später. Hilfe! Bernard? Ja! Boah, gut, dass ich dich gefunden habe. Ich dachte schon, die Meteoriten hätten dich verschleppt. Meteoriten? Ich erinnere mich an ein Beben der Stärke 0,2. Da war ich in meinem Labor und irgendein Depp hat mich hier eingeschlossen. Einen Meteoriten habe ich nicht gesehen. Es ist doch nicht etwa der Meteorit, oder? Ja, aber er ist nicht alleine. Ich hole dich hier raus, sobald ich den Schlüssel gefunden habe. Okay, aber versuche vorher, diese Meteoriten loszuwerden. Ich schiebe dir was unter dem Türschlitz durch. Vielleicht kannst du das noch gebrauchen. Was ist das? Ein Lolli? Eigentlich war dafür ein Experiment gedacht. Du hast sie echt nicht mal alle, weißt du das? Ja, kann ja auch mal ein Lolli machen. So, die Tür ist abgeschlossen. Okay. Jetzt wissen wir, wo Bernard ist. Das ist gut. Also, er ist in Sicherheit. So, und jetzt könnten wir doch mal probieren, den Kleinen mal rauszulocken. Na, du kleines Ding? Willst du einen leckeren Lolli? Ja, das willst du doch, oder? Du willst das doch bestimmt. Erdlinge haben schon eine seltsame Art, mit Kindern zu kommunizieren. Ey, Git, meine Hand ist ganz nass. Dieses Kleine. Ich schätze, es war nicht ganz seine Geschmacksrichtung. Meteoritenkinder haben einen komplett anderen Geschmack als irdische Kinder. Kann sein. Wie wär's mit Currypulver? Na gut, würzen wir den Lolli ein bisschen. Und schon ist das Zeug leer. Da weint das Baby schon. So, magst du das lieber? Ja, komm schön her, genau. Hey! Es hat auf einen Schlag den Lolli mit seinem Stiel weggefressen. Jetzt konnte ich das mit dem Lolli nicht erwischen. Es kreischt immer noch. Wenn es satt ist, wird es sicher langsam müde. Warum hört es dann nicht auf zu schreien? Es kann nicht einschlafen. Wo ist nur die Supernanny, wenn man sie braucht? Ah, auch so ein Relikt der alten, Dope-Sopera-Ära, wollte ich fast sagen. Ah, nicht Dope-Sopera, sondern Doku-Soap-Ära. Was aber auch immer noch nicht ausgestorben ist, ehrlich gesagt, leider, wenn ich das sagen darf. Oh, okay, Geschmackssache. Bin jedenfalls nicht ein großer Freund von Doku-Soaps und sowas. Naja, aber machen wir weiter. So, können wir es mitnehmen? Okay, ich nehme jetzt einfach diese Kiste mit. Sie klebt fest. Warum klebt die dumme Kiste im Regal fest? Ich schätze, es ist Meteoritenschleim. Und er kann verdammt klebrig sein. Holen Sie es lieber irgendwie aus der Kiste raus. Die bekommen Sie so nicht mehr los. So? Mal sehen. Nein, das hat keinen Sinn. Ich kann ewig darin herumstochern, aber der Meteor ist einfach viel zu klein, um ihn damit zu erfischen. Lugenöffner auch nicht, ne? Jo.
Bitte versuchen Sie es ohne Gewalt. Es gibt immer eine friedliche Lösung. Aber ich glaube, wir kriegen das kleine Ding nicht so raus. Ist okay. Oh, Pflanzenwuchs. Ha. Der grüne Meteor muss irgendwo darunter sein. Können wir jetzt auch schon Lukenöffner als Sense benutzen? Nee, natürlich nicht. Können wir sowas ausnehmen? Na gut, meinetwegen. Mal sehen. Das geht ja ziemlich tief. Autsch! Alles in Ordnung? Irgendwas hat mich gebissen. Sie wissen ja, dass Natur jede Menge Insekten und Ungeziefer anzieht. Ich hasse Insekten und Ungeziefer. Okay. Ich habe soweit erstmal nichts, was mir helfen könnte. Oh Gott, die Mucke. Also ich mag das Lied zwar, aber auch da muss ich sagen, das Lied ist so penetrant. Gene Leere. Leerer geht's kaum, ja. Okay. Oh, Popo, wollte ich fast sagen. Grüne Tentakel, hallo. Oh, was machst du denn hier? Wo ist Bernard? Hallo Grün. Nett, dich wiederzusehen, Kumpel. Weißt du, ich hab nicht viel Zeit und so. Ich muss mal eben die Welt retten, damit ich heute noch zum Strand kann. So, kann ich dir dabei helfen? Sag mir einfach, ob du einen Meteoriten gesehen hast. Einen was? Grundgütiger! Sind ganz harmlos, nicht aufregen. Es geht nicht um den alten Meteoriten. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee zur Beruhigung. Du trinkst Kaffee? Seit wann das? Ja, schmeckt mir überhaupt nicht, aber es beruhigt. Und ich bin doch immer so schreckhaft, weißt du? Immer wenn jemand auf den Dachboden kommt. Und jetzt redest du noch von Meteoriten. Hast du davor Angst? Nein, nicht davor, aber diese Angst kommt seit damals immer wieder und wieder. Und zurzeit ist es besonders schlimm. Sag mal, hast du auch einen Kaffee für mich? Bitte sehr, aber pass auf, der ist warm, okay? Autsch! Warm nennst du das? Das wäre noch heißer als Britneys Unterwäsche, wollte Jeff bestimmt sagen. Und das auch noch in so einem klassischen Krug. Hier sagt schon, das ist so ein Grafik-Sprite von der Advanced-Version von Monkey Island 1. Fällt mir gerade so auf. Oder vom zweiten Teil sogar? Keine Ahnung. Also vom ersten Teil auf jeden Fall, vom zweiten Teil glaube ich auch. So, hat er noch irgendetwas? Genug geredet, ich muss diese Meteoriten suchen. So, So, es liegt nichts in der Wanne drin. So, und der Meteor ist ja hier dran, der Lila-Meteor. Können wir es irgendwie öffnen? Scheint nicht aufzugehen. Heiß. Britneys Unterwäsche, das wäre ja schon ein Hinweis eigentlich, wo der rote Meteor sein könnte. Aber nicht allein. War klar. Okay, bringt auch nichts. Warum muss ich dabei an Turrican denken, wenn ich die Musik höre? Warte mal, ich habe eine Idee. So. Herr Meteorpolizist, könnten Sie mir vielleicht mal helfen? Sobald Sie mir sagen, womit, könnten wir mal eine Räuberleiter machen. Wie bitte? Ich bitte Sie. Ich bin ein Hüter des universalen Gesetzes. Und Sie wollen mich zum Räuber degradieren? Nein, das wollte ich nicht. Ich würde Sie nur gerne auf den Arm nehmen. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Nein, ich will Sie auf die Schulter nehmen oder wohin auch immer. Ich will sie einfach nur hochheben, damit sie diese blöde Axt darunter holen können. Oh, ich verstehe. Rums. Autsch, nicht auf meine Augen treten. Jeff? Alles in Ordnung da draußen? Bums. Ah, das war meine Rippe. So, ich habe die Axt. Axt? Mein Gott, irgendjemand will Jeff töten. Ja, was man so falsch interpretieren könnte. So, jetzt haben wir jedenfalls die Axt und da könnten wir eine Sache auch schon mal erledigen. So. Also gut, dann wollen wir mal. Ritsch, ratsch. Nimm das, Blätterhaufen. Oh, eine Heuschrecke. Ih, und wo kommt die Maurofährte her? Euch mache ich weg. Aber bitte nicht mit Gewalt. Nein, aber ich habe noch etwas Nagetierspray in der Hosentasche. Ja, habe ich gar nicht gesehen, du. Igitt, eine dicke, fette Raupe. Können Sie mir mal Ihren Schuh leihen? Klatsch. Wow, ich hab ihn. Jetzt ist die Axt hinüber.
Jetzt aber nichts wie raus hier. Es muss ja keiner sehen, wie es darin jetzt aussieht. So, da haben wir ja schon den grünen Meteor. Und, hä? Hat er nicht eben gerade gesagt, man sollte keine Gewalt anwenden und er gibt uns den Schuh, um die Raupe zu töten? Na toll. Was bist du für ein Polizist? Bloß keine Gewalt anwenden. Ja. So, Garage. Irgendwie riecht es hier nach Feuer. Dann gehen Sie besser zurück. Ich werde das übernehmen. Ich trage einen feuersicheren Anzug. So, sehr cool. Und da ist auch der rote Meteor. So, können einfach so durchlatschen. Auch sehr cool. Nicht, solange er mit Flammen um sich schießt. Was sollen wir jetzt da machen? Sieht gefährlich aus. So, ich meine mich erinnern zu können, dass die Garage nicht betretbar war in der Originalfassung, geschweige denn, dass es überhaupt diesen Hintergrund und so weiter gab. Und, ich überlege jetzt gerade. Also ich meine mich jedenfalls erinnern zu können, dass es jedenfalls diesen Abschnitt nicht gab. Aber was neu hinzugefügt worden ist und so weiter, das kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Ist schon länger her, wie gesagt. So, jetzt haben wir hier Kaffee. Ich trinke besser nichts davon, so heiß wie der ist. Ah, Moment mal. Da fällt mir gerade was ein. Naja, obwohl. Nee. Gegenstände geben? Das kann er sicher nicht gebrauchen. Vielleicht das? Ich trenne mich nur schweren Herzens davon, aber gut. Hier, ich glaube, Sie könnten das vielleicht noch gebrauchen. Wenn Sie meinen. So, dann könnten wir doch das Feuer löschen damit, oder? Genau. Das machen wir wieder auf. Das wäre geschafft. Und nun zu dir, du flambierter Clown. So, damit hätten wir den auch. Und jetzt brauchen wir noch den Kleinen, ne? Und der jammert die ganze Zeit rum. Wir kommen auch nicht an den ran. Also. Unter Erde liegt das Raumschiff. So, bist du wieder da? Ja, ne. Können wir es nicht einfach ziehen? Können wir auch nicht. Es klebt ja fest. Kissen. Vielleicht ist es ihm so etwas bequemer. Ach! Was war denn nun schon wieder nicht in Ordnung? Vielleicht müssen Sie noch etwas nachhelfen. Was meinen Sie damit? Lalelu, nur der kleine Jeff sieht zu, wenn die hübschen Mädels schlafen. Oh mein Gott! Sie haben Jeff einer Gehirnwäsche unterzogen. Dann leg dich dazu. Andererseits, am nächsten Morgen. Es war ein harter Kampf. Es war eine lange Nacht. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Ja, wir haben auch den kleinen Wicht. So. Ich glaube, wir haben jetzt alles zusammen, oder? Mal gucken. Oder fehlt da noch einer? Warte mal. Reden wir nochmal mit dem Polizisten mal. Ich glaube, ich habe noch ein paar Fragen. Schießen Sie los. So, blau haben wir. Grün haben wir. Weiß haben wir. Ach ne, weiß haben wir noch gar nicht. Stimmt. Ah, jetzt fällt mir was ein. Weiß haben wir noch gar nicht, genau. Und zwar haben wir doch den Kaffee hier. So, mal gucken. Damit könnte es funktionieren. Bingo, er schmilzt. So, jetzt kann man dich auch mal anfassen, du kalter Eisbrocken. Okay, wir haben alle 6 Meteoriten gefunden. Nun müssen wir die Meteorpolizeistation kontaktieren. Und wie machen wir das? Wir können uns über ein mediales Gerät mit weltweiter Vernetzung Kontakt verschaffen. Weltweit? Müsste das nicht weltraumweit sein?
Weltweit reicht völlig. Ich kenne die geheimen Kontaktstellen im irdischen Netz. Wenn du meinst. Gut, vielleicht wird das Video ein bisschen länger ausfallen als das erste Video. Mal gucken. Ist hier nicht irgendwo ein Telefon? Vielleicht weiß Bernard was. Ah, ist abgeschlossen. Da kommen wir nicht mehr rein. Ach nee, da fällt mir gerade was ein. So, benutzen wir doch mal den Rechner. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, Erdling. Ja, keine Ursache. Vielleicht könnten wir den Abschied etwas kürzer machen. Ich wollte nämlich noch zum Strand, bevor es dunkel wird. Okay, dann will ich Sie nicht länger mit meiner Anwesenheit belästigen. Gut, dass wir es nicht wieder mit dem Meteoriten vom damals zu tun haben. Der befindet sich nämlich in unserem festen Gewahrsam. Der Meteorit aus dem Haus der Edisons? Ich dachte, den hätte ich vorhin in der Toilette verstaut. Ach was, das war sein Zwillingsbruder. Der war ja noch völlig harmlos. Seine Radioaktivität hat sich schon vor Jahren entladen. Aber wenigstens haben wir auch die kleineren Übel wieder eingefangen. Okay, hoffen wir, dass es ein einmaliges Erlebnis bleibt. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, ciao. Etwa 2 Tage später. Jeff? Bist du noch da? Es wäre ganz gut, wenn du mich hier rausholen würdest. Du bist doch noch da, oder? Meine Eltern sind nämlich im Urlaub und Brittany lässt mich nicht raus, weißt du? Und ich ernähre mich schon die ganze Zeit von Rattenexkrementen. Jeff! Hilfe! Ich hasse dich, Jeff! Wie konntest du mich nur vergessen? Meteor Family Version 2.0, ja. Ein Spiel von Tobias Schmitz, so heißt er im wahren Leben. So, ja. Also das war's mit dieser Episode. Na, was soll ich sagen? Eine sehr unterhaltsame Episode auf jeden Fall. Ich glaube, das sage ich so fast allen Episoden. Peinliche Bugs von Tobias Schmidt. Also mir sind bislang noch keine aufgefallen. Sich ärgern, wenn was nicht funktionieren würde, Tobias Schmidt. Sehr schön. Ja, also auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Episode. Gut. Der fäkale Humor ist nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ansonsten, die Rätsel sind gut gemacht, wie ich finde. Das Einzige, was mich extrem genervt hat, und das habe ich auch schon bereits im letzten Video gesagt, ich finde die Musik sehr penetrant, sehr nervig nach einer Weile. Hätte nicht sein müssen, hätte er ganz normale Musik aus Day of the Tentacle oder so nehmen können. Das wäre besser gewesen aus meiner Sicht her. Und ja, ansonsten fand ich auch die Geschichte ganz nett gemacht. Von wegen, dass die Meteor Farm Family Unheil anrichten möchte und so weiter. Das ist auch eine nette Idee gewesen. Ja, insgesamt muss ich sagen, ist es auf jeden Fall ein sehr witziges, unterhaltsames Spielchen. So, wir schauen uns die Credits auf jeden Fall nochmal an. Lucas Fan, Rayman, Blue Griffin, Problem. Nach Mullis Striker, mein altes Ich sozusagen. Lukas Arzfan, Hansa Export, Sven, Edison Interactive. Ja. Sind viele tolle Namen mit dabei. Florian, Steve Omart, Termemelt, Mr. L, ja. Rocco, Rotan, Kaktus und natürlich dem Christ Mönch. Oder wie der noch gleich hieß. Taggegenstände geklaut. Ja. Ah ja, und die Musik aus Day of the Tentacle, großartig. Das hätte ich gerne im ganzen Spiel gehört, also zumindest ein paar Soundtracks von Day of the Tentacle. Huch, es geht ja noch weiter. Mein Gott, was? Ich bin es nur. Erkennst du mich wieder? Dieser dämliche Junge hat mich nicht gefunden. Oh mein Gott, du bist es wirklich. Nun wird Menschen von vorne losgehen. Ja, das ist doch ein schönes Ende, nicht wahr? Was geht denn hier ab? Keine Ahnung, aber der Spieler beobachtet uns. Ach du Schande, was will er denn von uns? Der guckt sich nur die Vorschau aufs nächste Spiel an. Ich hasse Spanner, der soll verschwinden. Sag ihm, er soll verschwinden oder ich schlag dich. Wir stecken im selben Körper, das wäre Selbstverständung, du Idiot. Ups, ach ja, stimmt ja. Warum hängt eigentlich die Schlange so leblos auf dem Ast herum? Sieht nach einer Verletzung des Tierschutzgesetzes aus. Ha, das ist doch gar nichts.
Uns wollte doch so ein blöder Journalist die Köpfe abschneiden und so. Erinnere mich bloß nicht daran. Jetzt sind wir ja auf dieser Insel. Weißt du, ich glaube, wir hauen mal lieber ab. Vielleicht wird dann dieses dämliche Outro beendet. Was ist denn ein Outro? Ich bin deine dämlichen Fragen leid. Ach ja? Okay, dann geh eben. Dann geh ich eben. Du wirst mich gezwungenermaßen mitnehmen müssen. Ich hasse es, keinen eigenen Körper für mich alleine zu haben. Ich muss mal. So ein Zufall. Ich auch. Du lernst es nie, was? Oh, und da haben wir sie alle zusammen. Ist das nicht niedlich? Ja, das war's mit dieser Episode. Es gibt, wie ihr eben gerade gesehen habt, eine Fortsetzung zu diesem Spiel. Dazu werden wir auch noch später kommen, in einer anderen Episode. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei sein würdet, wenn es dann heißt Das Labor von Timuri. Ja, und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und bis hoffentlich bald. Bis dann. Tschüss.